ich bekomme heute Gäste und muss einiges noch vorbereiten. So, wenn Gäste zum Essen kommen, dann kann nicht nur eine Mahlzeit aufgetischt werden, sondern Suppe, Zwischenmahlzeit, Hauptgang, Nachtisch, Salat und noch ein paar Kleinigkeiten dazwischen. Wir machen jetzt zusammen kurz eine Liste, was ich koche. Wir machen die Vorbereitung, wir kochen zusammen, also ein, zwei Rezepte zeige ich euch. Dann decken wir den Tisch, dann mache ich mich fertig und dann sollten die Gäste auch schon kommen und ich würde sagen, los geht's. Ich kann das auch übrigens gerade erst machen, weil Hamza da gerade schläft und ich gerade Zeit habe. Ich habe es satt, Leute. Ich habe es satt, immer dasselbe oder immer dieselben türkischen Gerichte zu kochen. Sei es Linsensuppe, Tadana, Joghurtsuppe, ist immer dasselbe. Ich wollte heute mal was anderes auftischen und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache heute eine Spannungssteig, eine Zwiebelsuppe. Mal gucken, ob denen das schmecken wird. Das Resultat kann ich euch dann später mitteilen. Also, erster Gang Zwiebelsuppe. Den ich schon auf der Liste hatte, war der Nachtisch, und zwar, das ist die Joghurtbombe. Wir machen jetzt erstmal kurz zusammen die Joghurtbombe und in der Zwischenzeit schreibe ich meine Liste fertig. Sie ist wirklich Bombe. Leute, probiert es auf jeden Fall aus. Jetzt würde ich sagen, geht es weiter zu unserem Zwischengang. Thank you.
Sen ne yapıyorsun orada ya? Bildiğin peçete sağ tarafa koyulur. Üzerine de bilmem ne koyulur. Çatalla bıçak koyulur. Nasıl bilmiyorsun? Hiç mi yemek azalmadın hayatında? Ben kaşığı sağ tarafta yiyorum. Evet. Bunu da böyle kesiyorum. Bizim adetimiz öyle değildir. Yanlış mı yani? Tamam, internetten bakalım. Lan ne internetten bakacağım? Ben sana olanı doğru... Bilmiyorum. Ben sana söylüyorum olanı. Burada böyle olur. Anladın mı? Burada böyle olur. Böyle. Böyle olur. Hayır. Hayır mayır değil. Bu ne? Ya, öyle olmaz. Bu böyle olur. Öyle olmaz. Bu da böyle olur. Ya of. Buradan bulalım. Bu senin dediğin olay, tamam mı? Sağ elde bıçak, sol elde bilmem ne. Yani Müslümanlıkta böyle bir şey yok. Müslümanlıkta sağ el kullanılır. Anladın mı? Sol el kullanılmaz. Sol elle çatalı al, sağ elle bıçağı alırken sol elle yenmez. Sağ elle yiyeceksin. Her şey sağda olur. Merhaba değerli dinleyenler. Bugün programımızda Sayın Ebru Hanım bizlerle beraber. Teşekkür ediyoruz. Buyurun Ebru Üç.